Lieber Ralf, zeig uns doch bitte mal eure Lösung und stell uns die Telekom Beanke bitte vor. Ja, gerne. Zuerst einmal guten Morgen alle in der Runde. Also bei uns dreht sich, wie eben gerade schon von Dirk auch gesagt, alles um das Thema Türkommunikation als auch Notrufkommunikation. Wir sind ein deutscher Hersteller mit eigener Entwicklung. Wir vermarkten diese Produkte auch eigenständig, natürlich auch über Distributionswege und so weiter. Haben an der Stelle eigene Produktion hier im Hause, wo wir natürlich auch diese ganzen Sprechstellen, Elektroniken als auch Mechanik und so weiter fertigen. Das Thema heute ist natürlich insbesondere, ja, warum soll ich mich mit dem Thema Sprechstellen beschäftigen? Denn viele kennen das immer so als autarkes Gebilde. Man sagt hier aus dem IT-Bereich, na, da habe ich nichts mit zu tun. Und wir sagen doch, denn wir haben ja Telefonsprechstellen. Früher haben wir immer dazu auch gesagt, Türtelefone. Das war natürlich dann für die Leute auch ein bisschen ungewöhnlich, dieser Begriff. Deswegen sagen wir heute wieder Sprechstellen. Aber Sie werden gleich sehen, wir haben Sprechstellen in unterschiedlichsten Ausführungen. Und diese können Sie natürlich dann auch für viele erdenkliche Anwendungsfälle einsetzen. Und zwar immer in Kombination mit einem Netzwerk oder einer Telefonanlage. Das Ganze machen wir jetzt als Unternehmen ja bereits seit 40 Jahren. Und wir legen sehr viel Wert auch darauf, dass die Produkte stets bei uns im Haus entwickelt werden, weil so haben wir auch kurze Kommunikationswege. Wenn mal irgendwo eine Anpassung spezieller für den Kunden notwendig wäre, dann können wir dies hier auf dem, ich sag mal, kleinen Dienstwege mit einem Entwickler klären und können da sehr schnell auch natürlich Maßnahmen Hilfe leisten. Ja, lassen Sie uns einfach mal starten zu diesem Bereich Türkommunikation. Unser Produktportfolio bietet noch etwas mehr. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, also auch Notruftelefone, zum Beispiel für Aufzüge oder auch Notruf für öffentliche Plätze. Das Thema lasse ich hier heute außen vor. Wir konzentrieren uns einfach mal auf unsere Klassiker, diese Türsprechstellen, die man in verschiedensten Bereichen in einem Gebäude einsetzen kann. Damit meine ich zum Beispiel, das ist natürlich der Haupteingang, der Lieferanteneingang. Vielleicht Zutritt zu Serverräumen, vielleicht auch die LKW-PKW-Einfahrt. All das sind Plätze, wo Sie üblicherweise Sprechstellen benötigen. Und Sie als Systemintegrator können natürlich auch hier mehr Umsatz generieren, indem Sie gegebenenfalls mal diese Sprechstellen auch Ihrem Kunden mit anbieten und somit ja auch einen Mehrwert bieten. Denn wir sind ein Teilnehmer in der Telefonanlage und können somit auch die kompletten Leistungsmerkmale nutzen. Das heißt, Rufweiterleitung, all das ist möglich. Los geht es bei uns mit den Produkten, die Sie hier eingeblendet sehen. Das ist unsere Serie 5. Die Zielgruppe für diese Serie 5 ist in erster Linie Kleingewerbe oder auch Privatkundschaft, die dann so ein Produkt entweder analog als AG-Teilnehmer oder, das ist unser Thema heutzutage, über SIP einrichten. Das heißt, wir haben hier Modelle, die bekommen Sie in verschiedenen farblichen Ausführungen mit einer oder zwei Ruftasten. Auch mit Kamera, als IP-Kamera und natürlich auch Zusatzfeatures, die man hier rechts eingeblendet sieht, Fingerprint oder halt Code-Tastatur, sodass ich mir per Code-Eingabe die Tür öffnen kann, als auch RFID-Lösungen, die wir dann als fertiges Gesamtpaket bieten. Die gleiche Technologie, nochmal in einem anderen Erscheinungsbild, sehen Sie auf der folgenden Folie. Hier reden wir über die Serie 10. Diese Serie 10 unterscheidet sich technisch nicht von diesen Modellen der Serie 5. Auch hier sei wieder gesagt, sowohl für die analoge Anschaltung erhältlich oder für IP. Wir haben hier etwas schickere Blenden aus 4 mm starkem Aluminium, dann auch im Edelstahl-Design. Das sieht also nochmal etwas toller aus, wenn das veredelt ist, dieses Aluminium. Und natürlich auch hier zu sehen, wir sehen keine Schrauben, denn diese sind hinter polierten Abdeckstreifen aus Edelstahl verdeckt. Kurz zu den Funktionen auch nochmal gesagt, hier das Thema Fingerprint oder RFID. Hier haben wir wirklich feste Systeme eingebaut. Da werden Sie sehen, bei unseren nachfolgenden Serien ist das etwas anders, denn dort haben Sie noch mehr Flexibilität. Und das sehen wir dann, wenn wir zu unserem Klassiker der Serie 20 schauen. Ich hoffe, die Serie 20, das sind Produkte, ach sorry, jetzt war ich zu schnell, hier haben wir auch noch etwas. Das sind Produkte auch aus dieser 10er-Serie, insbesondere hier für ältere Villengebäude etc. Das sind Modelle mit polierten Blenden oder halt aus Messing. Kommen wir nun dazu, was ich eben schon angesprochen hatte, unser Klassiker. Und ich hoffe, Sie sind diesem Klassiker alle schon mal irgendwo begegnet. Den finden Sie sehr häufig an Industriegebäuden oder auch im behördlichen Bereich,
im Notrufbereich. Das ist eine modulare Baureihe, die es bereits seit dem Jahr 2000 bei uns in fast unveränderter Form so gibt. Das heißt, wir haben hier Sprechstellen in verschiedenen Größen, wobei die Größe auch entscheidenden Einfluss teilweise auf die Akustik hat. Denn ich denke, versteht sich von selbst, wenn Sie jetzt einen sehr kleinen Lautsprecher haben, können Sie natürlich weniger Schalldruck erreichen, als wenn das ein größerer Lautsprecher ist, Sie einen gewissen Abstand haben. Und auch das sind Kriterien, die man beachten sollte bei der Produktauswahl. Denn gerade so eine Lkw-Sprechstelle, da haben Sie andere Gegebenheiten, als das vielleicht hier klassisch irgendwo im Innenbereich ist, wo Sie kaum Nebengeräusche haben. Hier sehen Sie bei dieser Serie 20 auch wieder, dass das Ganze jetzt modular aufgebaut ist. Und wir haben hier diese verschiedenen Funktionsmodule, beginnend von links mit 2 Modulen Sprechstellen bis rechts mit Modellen, die jetzt hier mit 6 Modulen ausgestattet sind. Und hier sind sie vollkommen flexibel. Das heißt, Sie können sich diese Sprechstellen konkret nach Kundenbedarf zusammenstellen. Und das Ganze ist dann ein Baukastenprinzip. Gibt es übrigens auch dazu einen schönen Konfigurator auf unserer Webseite, wo Sie Ihre Attribute eingeben können, Anzahl der Ruftaste, Anwendungsfall, und der macht Ihnen dann entsprechende Produktvorschläge. Vom Aufbau sieht es immer so aus, dass wir einmal klar einen Funktionsrahmen benötigen. Dieser Rahmen ist hier aus 4 mm starkem Aluminium gefertigt, alternativ aus Aluminium in diesem Edelstahldesign, was nochmal ein bisschen schicker ist, wie auch bei der Serie 10, gleiche Technologie. Und Sie bekommen die Rahmen dann in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wir können diese Rahmen auch pulverbeschichten, genau wie die Module, sodass wir auch hier die Farbgebung Kundenwünsche berücksichtigen können. Ebenfalls eine ganz große Stärke von dieser Metallbauweise ist das Thema, dass wir auch in Sprechstellen bzw. Rahmen in Sondergrößen anbieten können. Das Ganze geht, sage ich mal, auch für einen kleinen Geldbeutel, dass man wirklich sagt, okay, ich brauche die Sprechstelle aber etwas größer. Das können wir Ihnen hier direkt bei uns im Hause anfertigen, sodass Sie nicht noch mit irgendwelchen Adapterplatten etc. arbeiten müssen. Ja, neben dem Rahmen kommen wir jetzt zu dem Thema diese Funktionsmodule. Hier sehen Sie einen kleinen Auszug an unseren Modulen. Das geht los links oben bei einem Lautsprecher bis hin dann zu Kameramodellen, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Auch hier wieder, es gibt noch analoge Kameras, es ist aber hauptsächlich heute alles IP-Technologie. Wir haben dann Tastenmodule in verschiedenen Ausführungen von einer Taste bis zu 3 in einem Modul oder halt in der mittleren Reihe ersichtlich Tasten, die nochmal farbig hervorgehoben sind. Thema Notruf. In der unteren Reihe, beziehungsweise vorletzten, sehen Sie, das finde ich auch ganz schick, ein Modul mit einem Display. Hier haben Sie die Möglichkeit, Teilnehmereinträge, Namenseinträge zu verwalten und diese dann über diese Auswahlfunktion Taste runter, Taste hoch entsprechend auswählen können und per OK die Anwahl starten. Interessant insbesondere dann, wenn Sie sehr viele Teilnehmer erreichen möchten, sei es jetzt an einer Behörde oder einem Industriebetrieb, wo ich dann sage, hier bitte, da muss der Herr Müller, Meier etc. direkt auszuwählen sein, Sie wollen den anwählen. Nebenan, auch so ein Klassiker, das ist unsere Wähltastatur, unser Tastbarblock. Hiermit könnten Sie Rufnummern anwählen. Also im Grunde genommen, wenn diese Funktion freigeschaltet ist über die TK-Anlage, könnten Sie damit externe Telefonate führen. Das würde ich an Ihrer Stelle eher verhindern, indem man die Amtsberechtigung für so eine Sprechstelle nicht vergibt. Und Sie können aber damit dann interne Nebenstellen anrufen. Sie können sich über eine Taste, über eine Code-Taste per anschließender Code-Eingabe selbst die Tür öffnen von außen. Schaltet halt ein Relais bei korrektem Code. Oder wir haben da auch noch die Möglichkeit, eine feste Rufnummer hinzulegen bei dieser I-Taste bis hin zu Kurzwahlzielen. All das sind Features, die wir schon seit Jahren unterstützen, weil das ganze Produktsortiment natürlich auch mit den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, in diesem Jahr 40-jähriges Firmenjubiläum, gereift ist. Wir sehen hier wieder diese Zusatzmodule in der Form, dass wir auch sagen können, okay, einen Schlüsselschalter können Sie integrieren, Sie können Fremdprodukte integrieren, sprich Kartenleser von anderen Anbietern oder halt auch ein Zutrittskontrollsystem, Thema Barrierefreiheit, induktive Hörschleifen, all das können Sie in dieser Serie mit abbilden. Also Sie sehen, die Flexibilität, da ist man im Grunde genommen hier absolut richtig aufgestellt, da gibt es kaum Grenzen. Und wir sagen halt auch immer, gerade so eine Sprechstelle, es ist ja unschön, wenn Sie das in vielen Bereichen beobachten, dass Sie einmal eine Sprechstelle haben, Anbieter A, Edelstahlblende, unten drunter kommt nochmal ein Kartenleser von einem anderen Anbieter, vielleicht noch ein Schlüsselschalter. Und bei uns können Sie das alles
vereinen in einer Optik und können damit natürlich auch dem Kunden diesen optischen Mehrwert bieten. Und hier sei auch gesagt, man muss es den Kunden zeigen, denn dann sind auch die Kunden bereit, entsprechend zu investieren. Ja, neben diesen Funktionsmodulen braucht man noch das Wichtigste. Das ist die Elektronik selbst. Diese Elektroniken gibt es wiederum angepasst an die Rahmenebenfalls in verschiedenen Bauformen, Größen. Auch wieder von der Technologie noch das klassische, ich sag mal, alte, analoge AB-Anschluss oder halt diese SIP-Varianten. Wir sind auch sehr stolz darauf. Wir können heute noch Sprechstellen aus dem Jahre, ich sag mal, 2000 einfach durch Tausch der Elektronik umrüsten von analog auf IP. Natürlich muss ich dann die Verkabelung etc. berücksichtigen. Aber so kann ich nach wie vor vorhandene Blenden alles weiter nutzen und tausche einfach nur die Elektronik entsprechend aus. Das Ganze gibt es jetzt auch nochmal in einer etwas schickeren Form. Das ist die Serie 50. Unterscheidet sich wiederum technisch nicht von dem, was wir uns vorher angeschaut haben von der 20er, außer durch diese Materialien. Denn hier haben wir jetzt Blenden aus Edelstahl, auch wieder mit versteckten Schrauben. Und das Ganze ist natürlich dann auch etwas vom Design her nochmal schicker anmutend, weil es einfach ein Thema ist, dass wir sehr viel auch mittlerweile in dem Bereich mit Architekten zu tun haben, die dann sagen, okay, hier, ich brauche aber eine Sprechstelle, die muss sehr repräsentativ wirken. Und dazu wurde diese Serie 50 vor einiger Zeit entwickelt und auf den Markt gebracht. Vom Aufbau her sehen wir auch wieder, das versuchen wir immer beizubehalten, dass es auch für Sie recht einfach ist. Wir haben wieder diese Funktionsmodule, die man auswählen, zusammenstellen kann. Wir gehen dann her, setzen diese Funktionsmodule auf Rahmen auf, Zwischenrahmen und würden das Ganze dann letztendlich das komplette Sprechsteller für Sie fertig anbieten. Ja. Ganz großes Thema mittlerweile auch bei uns ist einmal, was Sie links sehen, das Thema Säulen, Einbaugehäuse in allen Facetten und mittig schön zu sehen, das Thema Briefkastenanlagen individuell für den Kunden gefertigt. Das ist ein Bereich, der wird sehr oft unterschätzt. Viele haben da so ein bisschen Angst vor, nach dem Motto, ach, mein Kunde, der ist nicht bereit, so viel zu zahlen. Dann sage ich Ihnen, nein, die Leute kaufen auch das neueste iPhone, die Leute kaufen auch die teuersten, schönsten Autos. Und hier als Visitenkarte im Eingangsbereich kann man, wenn man den Kunden so etwas zeigt, auch solche individuell gefertigte Lösungen in Form von Briefkastenanlagen, Säulen anbieten. Das kommt sehr gut an. Und hier sind auch wiederum, was die Gestaltung anbelangt, kaum Grenzen gesetzt. Denn es geht bei uns los von Standardsäulen in Höhen 1,35 bis mittlerweile 2,60 für irgendwelche Pkw-Einfahrten, bis halt hin zu diesen individuellen Sonderlösungen, was das Thema Briefkasten mit Beleuchtungsapplikationen, Durchgravierungen etc. anbelangt. Rechts davon sehen wir noch so die Klassiker, die Gehäuse. Die gibt es natürlich auch, Einbaugehäuse in allen Facetten, auf Unterputz-Hohlraummontage. Genauso wie auch Varianten für Einbau in Briefkasten, wo es Technik hinterbauen oder auch mal Elektroniken entfernt absetzen aus Gründen der Platzverhältnisse oder Sicherheitsaspekte. Das sind also auch Dinge, die wir alle mit unserem großen Sortiment abdecken können. Und da kann ich Ihnen auch nur empfehlen, werfen Sie mal einen Blick auf unsere Webseite oder in die Kataloge. Dort sehen Sie, was wir da alles in den Bereichen allein im Türsektor anbieten. Kommen wir jetzt vielleicht kurz für die Techniker unter Ihnen noch so ein paar zu Leistungsmerkmalen, die andere unserer Marktbegleiter in der Form so nicht bieten. Also einmal, wir konzentrieren uns hier wieder auf das Thema IP-SIP. Da sehen Sie jetzt einen Blick auf so eine, ja, Platine. Diese Platine wird sowohl von der Serie 5 in abgewandelter Form bis zur Serie 50 eingesetzt, was für Sie wiederum den riesen Vorteil auch hat. Sie finden sich, wenn Sie einmal eine Bemis-Sprechstelle in Betrieb genommen haben, sehr schnell mit der ganzen Administration, Einrichtung zurecht. Denn es zieht sich wie ein roter Faden auch bei einem Notruftelefon genauso durch, dass Sie sich im Webfrontend direkt wiederfinden. Als Besonderheit bei diesen Platinen sei hier gesagt, wir haben einmal integriert einen PoE-Switch. An diesem Switch können Sie zum Beispiel dann eine Kamera anschließen über PoE-Energie versorgen oder eine weitere Zusatzkomponente. Wir unterstützen die Autoprovisionierung, Sprachqualität, klar, Full Duplex versteht sich von selbst. Dann halt updatefähig über das Webinterface. Verschlüsseltes Webfrontend ist eine Besonderheit, also hier über HTTPS das Ganze. Wir haben Dinge integriert, wie dass die Anleitungen auch direkt hinterlegt sind.
im Web-Frontend, falls man da mal Hilfe benötigt, sind Hilfe-Applikationen drin. Dieser Switch ist VLAN-fähig. Wir haben das Ganze generell auch so konzipiert, dass wir hier Sprachansagen aufspielen können. Das ist auch eine schicke Funktion, dass man zum Beispiel sagt, ich gebe hier eine Begrüßungsansage, die spreche ich auf. Wenn der Besucher kommt, die Ruftaste drückt, bekommt ihr direkt akustisch eine Ansage. Dies ist ein Motto, ja, herzlich willkommen bei der Firma Behnke. Und auch die Person innen, die den Ruf am Telefon entgegennimmt, könnte direkt dann halt eine Ansage zu hören bekommen, dies ist der Anruf von der Tür 1 Hauptgebäude. Ja, das sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die wir hier in aller Kürze ansprechen. Es sind noch ein paar mehr Dinge integriert. Auch was die Hardware anbelangt, was wir jetzt sehen, ist es nochmal etwas erläutert. Hier das Thema, wie es diesen Switch anbelangt, Buchse 2 bzw. 3 für das Netzwerk. Es sind zwei Relais auf dieser Platine enthalten, die Sie für Schaltfunktionen nutzen können. Denken wir da mal an den Türöffner oder vielleicht auch noch, um eine Beleuchtung mit anzuschalten, Rahmenverschlusskleinspannung. Wir haben dann eine Funktion, wo Sie über so eine kleine Taste sich direkt die IP-Adresse ansagen lassen können oder auch die Sprache umstellen. Das heißt, hier müssen Sie auch nicht umständlich suchen. Sie können das Ganze direkt per Ansage oder hier an der Platine entsprechend umstellen. Ja, da möchte ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Das ist, wie gesagt, eher für die Techniker unter Ihnen, wo Sie dann natürlich auch hier sagen können, hier, ich sehe auf einen Blick, ist die Sprechstelle angemeldet, ist die schon registriert. All das sind solche Dinge, die das Leben auch für die Techniker etwas vereinfachen, wo man bei anderen sich ein bisschen schwerer tun würde. Ja, lassen Sie uns die nächste Folie betrachten. Hier sehen wir nochmal diese Sicherheitsfeatures, die wir auch implementiert haben, die nicht selbstverständlich sind, von uns aber gefordert werden, da wir doch sehr viele Kunden hauptsächlich halt in diesen sicherheitskritischen Bereichen haben. Ich denke jetzt wieder an Banken, Industrieunternehmen, Behörden. Und da reden wir natürlich über diese Geschichte, Port-Authentifizierung, SIP-Verschlüsselung, RTP-Verschlüsselung, HTTPS. Das sind alles Dinge, die hier in dieser Serie mit eingeflossen sind. Und auch da möchte ich nochmal erwähnen, das gilt bei uns wirklich von der kleinsten Variante, die wir uns angeschaut haben, bis halt den großen. Es ist, was diese Merkmale anbelangt, immer alles von Haus aus mit an Bord, sodass man da auch natürlich das Sicherheitsbedürfnis entsprechend beim Kunden erfüllen kann. Wenn man sagt, hier muss keine Angst haben, dass der böse Hacker den Netzwerkanschluss da irgendwo rankommt und dein Netzwerk hackt. So einfach ist es Gott sei Dank nicht. Ja, dann kommen wir zu dem Thema, wie wird so eine SIP-Sprechstelle denn eigentlich im Groben eingerichtet? Das ist relativ simpel. Und zwar als erstes gehen Sie natürlich her. Sie müssen Ihr Netzwerkkabel anschließen. Das geht hier oben an dieser Buchse, an dieser L45-Buchse. Oder alternativ auch über Schauklemmen, die hier zur Verfügung stehen. Sie können sich dann per Tastendruck die IP-Adresse ansagen lassen, sodass Sie direkt wissen, ah, okay, unter dieser IP-Adresse ist die Sprechstelle jetzt am Netzwerk erreichbar. Die können Sie dann im Browser eingeben und dann halt die Konfiguration vornehmen. Denn die Konfiguration versteht sich von selbst in erster Linie alles hier über den Internetbrowser, über das Webfrontend und das ist wiederum dann auch natürlich passwortgeschützt, sodass da niemand unberechtigterweise darauf zugreifen kann. Das Webfrontend, dazu noch kurz auch sei gesagt, kann man unterteilen. Da gibt es einen Admin-Bereich und auch nochmal einen Bereich dann nur für den Nutzer, wo man dann Rufnummern etc. entsprechend ändern kann. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gleich auch den Dirk nochmal dazu bitte, ein paar Worte zu sagen, und zwar die Integration, was unsere Sprechstelle, unsere SIP-Sprechstelle anbelangt in Widex. Denn hier ist es natürlich so, dass wir über diese Widex-Plattform verschiedene Lösungen anbieten können in der Form, dass Rufe weitergeleitet werden nach Zeit, dass Sie Gruppen definieren können. Und wie das Ganze jetzt so praktisch ausschaut, das sieht man hier in diesem Beispiel, wo wir das Ganze entsprechend eingebunden haben, wo wir auch einen Türöffner direkt ansteuern können über das Web-Frontend. Und da gibt es auch schon mittlerweile Hilfe alles. Und das sehen Sie auch jetzt hier in diesem kleinen Video, das es jetzt hoffentlich startet, so dass wir das mal uns kurz anschauen, wie das Genau. ausschaut. Also hier hat der Danny mal letzten Endes einfach eine Nebenstelle per SIP angebunden, einen Anruf gestartet und dann sieht man das Video und dann kann man natürlich auch entsprechend mit dem
mit der Person, die vor der Tür steht, A, sprechen und man sieht das Bild. Die Dokumentation ist bereits oder wird in Kürze bei uns, nein, andersrum, die Dokumentation ist bereits bei uns online im Confluence verfügbar. Die Integration an sich erfolgt in Kürze als unter den anderen Integrationen halt auch auf der Homepage. Und wie man sieht, es ist sehr flexibel, sehr einfach in den Rufnummernplan auch einzubinden. Und was der Ralf gesagt hat, also die Gegensprechstellen sehen schon echt schick aus. Und auch das ganze Thema Sicherheit ist hier auch bis zum Ende, nämlich bis zur Türsprechstelle sozusagen durchgereicht. Und an der Stelle, vielleicht auf der nächsten Folie, man kann dann auch sogar hier zu unseren Endgeräten und natürlich auch in der Collaboration bis zum Browser das Video reichen. Man sieht hier schön am Supervision. Das ist schon sehr, sehr komfortabel. Und der Danny hat hier wirklich klasse, so eine kleine Türsprechstelle. Auf dem linken Bild sieht man es eingerichtet. Und ja, Mobilität ist heute in aller Munde. Es wäre natürlich schön und es ist auch schön. Man sieht hier das Handy vom Danny. Also er hat sozusagen hier das Video auch auf dem Mobiltelefon verfügbar gemacht. Und ja, also ich glaube, dass da den Anwendungen keine Grenzen gesetzt sind. Gut, Ja, dann. das kann ich nur noch mal unterschreiben. Man ist wirklich sehr, sehr flexibel, sowohl jetzt hier mit der Weinig-Plattform oder auch mit anderen Möglichkeiten. Denn dadurch, dass wir also einfach offene Schnittstellen nutzen, was die Technologie anbelangt, können Sie natürlich auch hergehen, diese Videosignale auf externe Videomanagement-Systemen aufzeichnen, auch einer NAS. Da sind Ihnen auch keine Grenzen gesetzt. Die Flexibilität wird bei uns ganz groß geschrieben. Und Ja. flexibel sind wir auch. Ich wollte gerade sagen, Flexibel eine sind Frage kam auch auf in Bezug auf, was mache ich denn, wenn ich jetzt kein IP-Netzwerk da vor Ort habe? Aber ich glaube, das kommt sogar die Antwort schon auf der nächsten Folie. Genau. Genau. Also es ist so, wir haben natürlich auch gerade im IP-Bereich einige Anwendungen, wo man sagt, okay, da habe ich halt nicht die Möglichkeit, dass wir da jetzt ein Netzwerkkabel hinziehen. Und dazu bieten wir natürlich auch nochmal entsprechendes Zubehör an, hier in dieser Ausführung, diese PoE-Zweidrahtübertrager, wo ich dann über zwei freie Kupferdrähte im Grunde genommen die kompletten Daten als auch die Energieversorgung über diese zwei freie Drähte nutzen kann, sodass ich auch an Stellen, wo ich normalerweise also gebunden bin durch die Bestandsverkabelung, durchaus eine IP-Sprechstelle einsetzen kann. Denn man sieht hier, mit diesen Teilen kann man also Entfernungen bis zu 500 Meter überbrücken. Das reicht bei den meisten Fällen. Und wenn man wirklich noch Punkte hat, wo man sagt, hier bitte Verkabelung, das passt einfach überhaupt nicht, muss ich auch nochmal dazu sagen, auch die analoge Technik hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Denn HP bedeutet auch im Grunde genommen versprechen zwei Drähte. Und dann kann ich das Ganze ja auch wieder über ATA-Boxen anschließen, also an einem Firmware-Adapter oder halt noch an einer älteren TK-Anlage. Neben diesen Zweidraht-Konvertern, die oft eingesetzt werden, bieten wir dann auch noch Dinge an wie einen eigenen Switch. Hierzu sei gesagt, dass wir auch Kunden haben, die setzen das Ganze ohne eine Telefonanlage ein, indem man das Ganze über Peer-to-Peer-Verbindungen realisiert. So dass ich im Grunde genommen hier meine Sprechstellen anschließen würde, sternförmig und halt ein Endgerät in der Form, was auch bildtauglich ist, wie euer schönes IP-Telefon, gibt es halt diverse Möglichkeiten. Neben dem Thema hier, diesem Switch, haben wir noch etwas ganz Interessantes, was wir Ihnen unbedingt noch heute hier zeigen wollten. Das ist der sogenannte LAN-Secure-Adapter. Denn wir haben immer wieder, seit wir mit diesem IP-Thema angefangen haben, und wir beschäftigen uns jetzt ja schon einige Jahrzehnte, auch einige Jahre mit und haben da auch einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Da muss man ganz klar sagen, es gibt auch heute noch viele aus dem IT-Bereich, die haben tatsächlich so die Einstellung, nee, ein Datenkabel im Außenbereich kommt nicht in Frage. Also, weil dann ist es eine IP-Kamera, die hängt hoch genug, da kommt anscheinend keiner dran. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir müssen das Ganze auch hardwaretechnisch nochmal mit einem Schutzmechanismus versehen. Und dazu haben wir hier den sogenannten LAN-Secure-Adapter. Dieser LAN-Secure-Adapter wird im Gebäudeinneren montiert und wird dann mittels einem Sabotagekontakt, welcher in der Sprechstelle platziert wird, verbunden.
Das Ganze läuft dann so ab, das sehen wir auch auf der nächsten Folie, dass wenn jemand den Sabotagekontakt hier letztendlich auslöst, sprich, da macht sich jemand an der Sprechstelle zu schaffen, dann würde zum einen im oberen Bereich rechts ersichtlich die komplette Netzwerkleitung getrennt, denn wir sehen, hier kommen wir ja einmal von der rechten Seite mit unserem Netzwerkkabel in diesen LAN-Secure-Adapter, gehen dann linksseitig oben wieder raus, also diese würde getrennt. Und wir trennen auch diese grüne Leitung, das ist praktisch die Leitung zum Türöffner, weil auch dort natürlich ein Sicherheitsbedürfnis vorherrscht. Und dann kann man das mit so einem LAN-Secure-Adapter lösen oder, was auch gern gemacht wird, man kann natürlich auch diese Elektroniken im Gebäudeinneren platzieren, anstatt im Außenbereich hinter den Blenden bei der Sprechstelle. Da ist unser Lösungsportfolio halt auch wieder entsprechend groß. Und da verweise ich gerne wieder auf den Katalog oder kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie da eine spezielle Herausforderung haben. Da bieten wir unterschiedlichste Varianten an. Ja, der LAN-Secure-Adapter, denke ich, soweit klar. Dann sehen wir jetzt hier noch ein Thema, was ich auch schon kurz angesprochen hatte. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir sagen können, okay, Sie können auch heute noch eine analoge Sprechstelle nach zig Jahren ganz einfach zu einer IP-Sprechstelle umrüsten durch Austausch der Elektronik. Was wir hier im Grunde genommen auch sehen, diese Elektroniken sind ja rückseitig hinter diesen Modulen aufgesetzt. Und so kann ich einfach hier gehen, tausche diese Platine aus, beziehungsweise die Elektronik aus und der Impedanz noch den Lautsprecher, den man tauschen sollte. Und schon habe ich aus einer alten AB-Sprechstelle eine IP-Sprechstelle gemacht, ohne dass der Kunde jetzt ganz, ganz tief hier in die Tasche greifen muss. Das ist also eine einfache, kostengünstige, umweltschonende Geschichte, so dass man sagen kann, hier kann man das Ganze auch so umrüsten. Ja, das war im Grunde genommen ein ganz, ganz kurzer Einblick in unser großes Portfolio. Ich sage an der Stelle Dankeschön und freue mich auf Ihre Fragen, die dann im Anschluss gerne gestellt werden können. Ja, Ralf, also herzlichen Dank auch von uns vorerst an dich. Schön, dass ihr auch so an die Nachhaltigkeit mitgedacht habt. Und wie gesagt, die Integration wird in Kürze auf der Homepage verfügbar sein und die technische Dokumentation ist bereits vorhanden. Und wer weitere Fragen zu euren Sprechstellen hat, darf das gleich in unserem Breakout Rooms sozusagen machen.